Mein Name ist Philipp Albrecht, ich bin Erfinder und Gründer von HappyMed. Was ist eigentlich HappyMed? HappyMed ist eine Entspannungslösung für den medizinischen Markt. Das ist eine Videobrille, die kann man sich aufsetzen, während man zum Beispiel ein Implantat gesetzt bekommt beim Zahnarzt, Bleaching oder in der Onkologie ist, seine Infusion bekommt. Wie kam ich dazu? Ich bin eigentlich schon immer unternehmerisch tätig gewesen, habe mit 24 meine erste Firma verkauft, mit 9 Mitarbeitern. Immer mein eigenes Ding gemacht, macht mir tierisch viel Spaß. Ich kann das ja irgendwie so aus nichts etwas zu kreieren, so schöpferisch tätig sein. Das taugt mir und deswegen habe ich auch gesagt, möchte ich HappyMed umsetzen, nachdem ich die Idee hatte, gesehen habe, es gibt einen Markt und noch nicht wirklich jemand, der sich darum kümmert. Sicherlich einmal das richtige Team aufzustellen, um es umzusetzen. Der Schritt zum Prototypen, wo man so diese große Vision im Kopf hat, aber irgendwie noch wenig, um das zu zeigen, da durchzugehen. Trotzdem Leute zu begeistern, auch wenn man noch nichts hat. Wir sind sehr, sehr schlank unterwegs gewesen, sehr lean, aber wir würden noch viel leaner sein. Ich würde früher schauen, mir Leute ins Boot zu holen, Aufgabengebiete abzugeben. Manchmal ist es gut, ein bisschen dreist zu sein. Es macht sich einfach belohnt. Ich sage immer, den Mutigen gehört die Welt und was haben wir zu verlieren? Ja, es gibt nichts Schöneres, als der eigenen Idee zu folgen und das umzusetzen. Und wenn man scheitert, dann ist das irgendwo auch ein Erfolg, weil man hat schon einmal herausgefunden, wie es nicht funktioniert.